Folge dem Signal. Das ist aber wieder eine andere Mission. Auf jeden Fall kommen wir zu einem weiteren Part zu Pikmin 3. Wir sind immer noch in dem Wald des Anfangs. Auf jeden Fall können wir hier wieder unsere Pikmin einsetzen. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich hier jetzt auch nicht mehr so viel zu erkunden. Den größten Teil haben wir hier tatsächlich eigentlich auch schon abgeschlossen wieder. So. Auf jeden Fall ein paar Pikmin wieder vermehren. Ich sehe schon wieder die Gegnermusik. Ist die... Oder geht die Frucht liegt noch dort? Der Boss ist ja genau... Den haben wir im letzten Part gekillt. Diesen Mini-Boss ist ein zotteliges Langbein. Den haben wir ja gekillt. Den können wir auf jeden Fall hier abtransportieren lassen. Nice. Oh, der brennt. Nice. Okay, hier war ja auch noch eine Frucht, genau. Kann man auch noch mitnehmen? Oh, das sind sicher solche Orca-Loks. Ist auch noch eine Schrift? Oh! Hä? Oh Gott, ein Pikmin gekillt! Der eine Orca und da hinten ist so eine Riesenkrabbe, oh mein Gott. Was ist das da? Zwiebelkrabbe, die Scheibe steht aus Kristall. Oh mein Gott. Okay, mit der will ich mich auf jeden Fall noch nicht anlegen. Oh, der greift an. Dieser Orca-Lock. Oh, oh mein Gott. Oh. Okay, weg von der, weg von der. Dieser verdammte Orca-Lock da. Oh, jetzt habe ich den noch blöd gekillt. Weg! Ey! Jetzt reicht's mir! Oh, das mit dem Wasser-Pikmin ist ja nicht stark zu bekämpfen. Mit dem Wasser, mit den Fels-Pikmin. Da brauche ich auf jeden Fall die Wasser-Pikmin, um den anzugreifen. Kann ich schwer kämpfen gegen den so. Hier könnte man nochmal das farmen auch, stimmt. Dann lasse ich mal einen, obwohl ich brauche die alle für die eine Ding, was wir da noch machen wollen. Ich will auf jeden Fall... Wie gesagt, die Map haben wir jetzt eigentlich größtenteils hier schon fertig. So, dann kommt man alle hierher. Genau, hier können wir auch noch rein. Da müssen wir beide hochwerfen. Boah. Aber was kann ich mit den Fels-Pikmin machen? Sind da nicht so anfällig. Boah. Ey, wir bekommen ja überhaupt keinen Schaden. Oh, das ist so eine Made wieder. Los! Und down! Oh, der hat sogar eine Frucht gedroppt. Hä? Ich brauch den Captain. Da ist auch eine Datei auf jeden Fall. Genau, da kann man auf jeden Fall auch nach drüben. Aber das werden wir uns auf jeden Fall nicht ansehen, das ist jetzt nicht so wichtig. In weiter Ferne. Boah, ist eine coole Landschaft hier. Ich brauche die Brittany. Ich hoffe, dass da alles mittransportieren. Der Captain kann da nach unten laufen. Alles nicht. Das ist ein geiler Spot hier. Die farmen da auf jeden Fall noch immer das weiter. Auch mal hierher.
So, hier waren wir ja sonst überall schon eigentlich. Dann können wir da mal weitergehen hier? Okay. Ja, wir müssen nämlich da nach oben. Kommt mal alle hierher. Gut, dann schauen wir uns da mal um. Okay, wir haben 50 Leute nur bei uns. Wo sind denn die restlichen? Wir haben auf jeden Fall wieder 3 Früchte. Auf jeden Fall alle pflücken hier. Schon auch cool, dass die Computer da auf jeden Fall mithelfen, die Crewmates. Die zum Pflücken, dann geht es auf jeden Fall schneller. So, dann können wir eigentlich da auch weitergehen. Und da können wir noch was vermehren. Nice. Genau, jetzt müssen wir das nämlich so machen. Da ist wieder eine Datei. Nur einer mehr. Okay. Brittany kann auf jeden Fall auch rüber. So, dann muss der eine noch den anderen darüber schmeißen. Und der muss ein paar Pikmins rüberschmeißen, einer. Mal alle hierher. Boah, nicht, dass ich die da runterschmeiße. Ey. Als ob der da... Kommt der da nach oben? Boah, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich da einen runterschmeiß. Okay. Arbeitsaufteilung. Na, hier können wir nämlich eine Abkürzung machen. Ja, geil. Dann sind wir nämlich jetzt hier direkt bei unserem Spawn. Und jetzt können alle anderen auch direkt hierher kommen. Die Brittern und so und auf jeden Fall auch. Die kann auch hierher gehen. Derweil mache ich mit dem Captain weiter. Und holen wir hier noch ein paar Blumen. Okay, nice. Der Brittany ist schon da. Aber der Alpha hat die Armee dabei. Okay, nice. Da gehen wir mal, während die das hier vermehren, da nach oben. Denn da oben müsste jetzt der nächste Boss sein. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Das ist auch so ein geiles Gebiet hier, oder? Oh, es ist da wieder so ein Nokia-Telefon. Oh, nice. Dieser Gerät hat das Signal ausgesendet und doch dazu ein ziemlich starkes Signal. Wird das Gate zu Drake bringen? Alf kann damit sicher etwas anfangen. Na, das glaube ich auch. Dann kann man das mal aus. Oh, die Musik wird schon richtig fies. Oh oh. Oh mein Gott. Oh shit. Was ist denn das? Alter. Und der nächste Bosskampf. Auch ein sehr cooler Boss. Okay, der ist auf jeden Fall eine Notiz. Wühlmaul. Sagt das Luft und ist es Zeit für den kurzzeitigen Rückzug. Oh, das sehe ich schon. Oh, da will ich nicht nach unten. Das ist auf jeden Fall noch eine Notiz hier. Wühlmaul. Okay, mit Steinbomben kann man ihn auf jeden Fall auch angreifen. Okay, kommt nach draußen, oder? Nee, doch nicht. Ah, jetzt kommt er raus. Und drauf da.
und uns wegstoßen. Und wir haben ihn rausgekickt. Nice. Und rauf da. Aufs Fett drauf da. Oh mein Gott. Der wird so massakriert. Dieses Boss-Theme ist so geil in dem Game. Oh oh. Oh, ich dachte gerade. Oh, jetzt macht er den Turm höher. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Hör auf. Okay, er macht jetzt seine Fläche größer. Okay, weg von ihm. Und was macht der? Der kommt wieder raus. Oh ne, er greift an. Das sieht schon sehr bedrohlich aus. Ich liebe diese Musik. Der kommt wieder raus. Die Dings sind hier gut, die gelben Pikmin. Weil die man höher schmeißen kann. Und drauf. Gott. Der greift wieder an. Er ist aber auch ein einfacher Boss eigentlich. Cool, diese Umgebung hier, die einfach so ein Strand. Das ist so geil. Der kommt hier da raus. Und drauf auf den. Komm raus. Ich komme schwer ran an den. Was macht er jetzt? Er macht so einen Mega-Zirkel. Geht das vor? Oh oh. Oh 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 oh. Oh, jetzt macht er einen Mega-Move. Oh. Alter. Oh, das ganze Feld ist einfach eingesaugt. Was macht er jetzt? Oh, jetzt macht er mega Felsen. Und auf ihn drauf. Ah, gibt nicht nach. Was macht er jetzt? Er kommt raus wieder. Oh, werfen. Oh. Okay, er ist aber fast tot. Er ist fast down. Vorsicht. Was macht er jetzt? Okay, er macht einen anderen Angriffmodus. Oder Angriffsmove. Ah, okay, er macht jetzt, dass die Wände. Oh! Man könnte jetzt die Pikmin, glaube ich, nicht mehr zurückholen. Okay, oder hinten ist noch einer. Komm her. Schnell. Oh, weg! Oh. Ja, scheiße. Ja, kommt her. Nein. Pikmin. Oh nein, er frisst sie. Oh, das hat, okay, er saugt aber nicht alle ein. Als ob der jetzt noch einen Pikmin schafft, hier zu fressen. Okay, glaube ich, er kommt wieder raus. Und jetzt. Stirbst du, Mann. Hier, endlich! Und ich glaube, er ist down. Yes! Yo, was ist das denn? So ein Nokia-Telefon einfach. So, aus dem mache ich mir, glaube ich, rote Pikmin. Einfach alles mitnehmen hier. Wie das aussieht. Ja, war ein cooler Boss. Aber sehr einfach. Das können wir auch abtragen. Wir brauchen nur einen sogar.
Wasser mal eine Frucht? Okay, wir haben eigentlich alles hier zum Abtransportieren. So. Jetzt auf jeden Fall zurück zu Drake. So, hier sind auch noch ein paar Pikmin gewesen. Nice Sache. Dann müssen wir noch warten, bis sie den abtransportieren. Jetzt bin ich gespannt. Eine Nachricht von der Drake. So, analysieren wir auf jeden Fall wieder. Klapparchiv. Geil. Eine gute Idee zum Zusammenklappen bühnen. Okay. Alf soll sich das mal ansehen. Ey, dieser Alf ist echt der Nützlichste hier. So. Okay, da kommt auf jeden Fall wieder der Riesenboss hier. So. Dann können wir auf jeden Fall in dem Part auch noch in die nächste Welt reisen, würde ich sagen. Aber wo ist die Melone? Ach, die bringen die erst her, ach du Scheiße. So, da kommt auf jeden Fall die ganze Frucht an. Die Wassermelone. Und Alter, wie groß ist das? Das muss ja unendlich viel Essen bringen. Oder diese komische Energiesaft oder was sie da trinken. So, dann können wir den Tag auf jeden Fall beenden, würde ich sagen. Weil der Tag ist sowieso auch schon fast vorbei. Ja, zwei Pikmin-Mil finde ich jetzt nicht so tragisch. Das passt schon. So. Bin gespannt, was jetzt das Signal sagen wird. Okay, wir haben wieder sehr viel. 15 Früchte haben wir lokalisiert oder gesammelt. Nice. Boah, das bringt so viel. Alter. Das bringt fast nichts. Hey, das bringt einfach gar nichts. Aber der müsste einiges bringen. Ja. Boah, krass. Hey, diese Brittany ist so richtig greedy irgendwie. Das war auf jeden Fall Tag Nummer 7. Hey, wir haben, okay, die roten Pikmin braucht man langsam auch nicht mehr vermehren. Da haben wir mehr als wir genug. Okay. Bin ich mal gespannt. Den Speichervorgang. Dann haben wir Tag Nummer 8. Ey, wir sind wirklich, habe ich das Gefühl, sehr schnell unterwegs. Und dann kommen wir in die nächste Welt. Signalsuche. Der Fluss der Veränderung. Seht nur, da sendet jemand ein Signal. Vielleicht ist Captain Olmert dieser Außerirdische von Hokodate oder so. Der Überlichtschlüssel. Was, wenn er von unseren Vorräten abgesehen hat? Ey, manchmal überspringt das dann. Okay, würde ich sagen, dann gehen wir dort auf jeden Fall direkt hin. Auf jeden Fall sendet hier jemand ein Signal. Es kann ja nur Olmert sein, oder? Zum Fluss der Veränderung. Nice. Captain, das Signal von diesem außerirdischen Funok, der muss aus diesem Gebiet stammen. Keine Frage, wenn wir ihn finden, finden wir auch endlich den Überlichtschlüssel der Drake. Auf zur Quelle des Signals. Dann sind wir auf jeden Fall hier. Direkt in der vierten Welt. Die ist auch sehr cool. Gehen wir auf jeden Fall wieder Pikmin vermehren. Oh. Was ist das denn?
Und er droppt solche Sachen da. Oh, nice. Oh, was droppt der? Alter, ist das krass. Das ist schon mal sehr gut. So. Oh, was ist das? Oh mein Gott, so eine weitere Zwiebel. Dort hat eine Zwiebel. Ich sollte schnell etwas tun. Krass. Was ist das hier? Eine solche Punktkäfer. Können wir eigentlich auch mal abtransportieren? Die roten vermehren wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil da haben wir so viele. Da können wir drüber jumpen. Okay, da ist wieder so ein Strom. Ah, da ist wieder was zum Farmen für den Ultimate Respawn. Da können wir auch rüber. So, was ist hier sonst noch? Wo ist das denn? Kann ich den angreifen? Ja. Oh, er tut die so. Der will uns so wegblasen. Ah, warte mal. Die Bomben kann ich eigentlich auch immer mitnehmen. Kann man auch da mitnehmen? Okay, da ist auch noch ein Weg, aber. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Okay, hier könnte man reingehen. Oh, ist ein sehr großes Gebiet. Okay, sehr komisch. Da ist aber auf jeden Fall ein Gegner gewesen, glaube ich. Da müssen wir aufpassen. Da können wir eigentlich mal hierher und hierher. Okay, die warten auf jeden Fall auch. Geil. Ey, was machen diese Pikmin da? Oh, ich hoffe, dass die jetzt hier abspringen. Bitte springt ab hier. Ah, nice. Oh, das ist wieder so ein Grabwicht. Oh. Oh, der kann fliegen. Oh mein Gott. Oh. Oh, der wollte gerade angreifen. Das können wir auf jeden Fall auch freilegen. Oh, oh. Okay, nice. Ja, aber was hat uns das jetzt gebracht? Das können wir auch abtransportieren, glaube ich. Okay. So, wir können auf jeden Fall uns auch mal kurz hier noch aufteilen. Ist hier sonst irgendwas? Hier, weil mit den Begleitern kann man auf jeden Fall auch ins Wasser gehen. Vielleicht ist da irgendwo auch noch eine Datei oder so. Oder will uns angreifen? Ne, hier scheint nichts zu sein. Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.